Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Falls du gerade neu bist und mich noch nicht kennst, hi, ich bin Vicky Lash, ich bin Make-up-Artist und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Beauty und Make-up. Heute habe ich wieder so ein bisschen ein Talk- und Tipps- und Tricks-Video für euch, da wir die ganze letzte Woche über meinen fiesen Pickel hier eigentlich auf Instagram gesprochen haben und ich so ganz spontan meine Tipps und Tricks mit euch geteilt habe, was man eigentlich machen kann gegen so richtig fiese Riesenpustel, die man gar nicht haben will, habe ich mir gedacht, ich fasse das in einem YouTube-Video ganz kurz und knapp eigentlich zusammen, damit ihr das immer wieder mal nachschauen könnt, euch ins Gedächtnis rufen könnt, was für mich eigentlich ganz gut hilft. Die Resonanz auf Instagram war so unglaublich, ihr schreibt mir heute noch Nachrichten zur vergangenen Woche, es ist so witzig. Ich habe auch ein eigenes Highlight dazu gemacht, das könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal anschauen. Ich blende euch natürlich meinen Namen hier ein, würde mich auch freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und mir dort auf Instagram auch folgt. Da ist das Ganze ein bisschen spontaner, aber genau aus dem Grund, weil das Thema dort so groß war, musste ich das einfach jetzt mitnehmen auf YouTube und teile heute mit euch meine ganzen Anti-Pickel-Tipps und Tricks. Vorerst einmal darf ich euch hier ein ganz ekelhaftes Foto von mir von letzter Woche einblenden. Genau an dieser Stelle kommt eigentlich monatlich so ein riesen zweiter Kopf ans Tageslicht. Und ich versuche das immer vorzubeugen, aber manchmal gelingt es mir eben nicht. Und dann kommt er eben an die Oberfläche, sagt man dazu. Es ist ein bisschen ein grausligeres Thema, also wenn ihr vom Pickel und so nichts wissen wollt oder falls euch das eh nicht interessiert, weil ihr keine Pickel habt, dann schaut euch einfach ein anderes Video an. Auf jeden Fall hat mich dieser fiese Kerl hier ein paar Tage begleitet. Und ich habe einige Sachen für mich über die Jahre herausgefunden, die so gut helfen, dass ich die unbedingt mit euch teilen will. Es fängt ja schon damit an, dass ich auch ein Video schon gedreht habe, wie man so ein bisschen Hygiene in seine Make-up- und Beauty-Routine mit reinbringt. Ich möchte es eigentlich nicht permanent erwähnen müssen, aber gerade die Hygiene von Pinsel und euren anderen Alltagsgegenständen, sage ich mal, ist so wichtig, um so riesengroßen Teilen einfach vorzubeugen. Wir sprechen hier heute nicht über Hautprobleme oder Hautkrankheiten oder Akne, sondern wirklich um diese teilweise hormonbedingten, stressbedingten, aber natürlich auch hygienebedingten Riesenpustel, die hin und wieder mal im Gesicht aufsprießen können. Und nochmal vorweg, ich bin weder Dermatologin noch eine ausgebildete Kosmetikerin. Ich bin Make-up-Artist und würde mich so ein bisschen als Skincare-Expertin auch bezeichnen, weil ich mich da sehr, sehr dafür interessiere und auch viele Dinge schon ausprobiert habe, die ich mit euch teilen kann. Wenn man sich Pickel selber züchtet, dann reden wir immer davon, was infiziert euch oder womit infiziert euch die ganze Zeit selbst. Und da fangen wir eigentlich schon bei der Reinigung an. Jeder, der sein Make-up nicht gut abreinigt am Abend, nachdem er es getragen hat, der geht schon mal das Risiko ein, richtig fette Pickel zu bekommen oder natürlich noch vermehrt zu bekommen. Aber es ist ganz klar, dass gerade wir Mädels immer wieder das Problem haben, hormonbedingt einmal im Monat so ein bisschen aufzublühen. Und deshalb erster Tipp, wenn ihr abschminkt, das Reinigen setze ich voraus, dass das ganz gut funktioniert bei euch, dann verwendet doch bitte jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein neues Handtuch nur für euer Gesicht. Ich habe das schon in einigen Videos gezeigt und gesagt, ich habe für mein Gesicht immer ein eigenes kleines Handtuch. Damit trockne ich mir nicht meine Hände ab, damit trockne ich nichts anderes ab, das ist rein für mein Gesicht. Diese mini kleinen Handtücher bekommt ihr bei IKEA zum Beispiel, also ich habe da gleich so 20 Stück von denen gekauft. Das Gute ist, wenn ich ja schon darauf achte, dass ich mich abreinige und immer sehr hygienisch arbeite, auch mit Waschis, die immer wieder gewaschen werden, dann möchte ich mein Gesicht auch immer mit einem sauberen Handtuch abtupfen und abtrocknen. Und dafür habe ich eben diese kleinen Handtücher, die ich wirklich täglich oder spätestens jeden zweiten Tag wechsle. Und damit kann ich wirklich auch nochmal einen großen Beitrag dazu leisten, dass mein Gesicht sauber bleibt. Vor allem, wenn ich danach dann eh meine ganze Pflegeroutine auftrage. Großer Tipp, öfter euer Handtuch wechseln und das Handtuch nur für euer Gesicht verwenden und nicht für eure Hände oder mit irgendjemand anderem teilen. Ein ganz großer Punkt, worüber sich viele keine Gedanken machen, ist das Schlafen. Worauf schlaft ihr denn? Ein Kissenbezug wird leider viel zu oft vernachlässigt. Ihr schlaft oder liegt aber dementsprechend viele, viele Stunden täglich auf diesen Kissenbezug drauf. Und man kann sich vorstellen, dass wenn die Haut sich über Nacht regeneriert, dass man dann auf diesem Kissen immer wieder Hautschuppen verliert,
Öle sich dort drinnen sammeln. Das ist einfach ein kleiner Brutherd für Bakterien. Vor allem die Wärme und dann 8 Stunden da drauf liegen. In meinem Fall manchmal sogar länger. Ja, nicht so, okay. Deswegen heißer Tipp von mir, wascht euer Kopfkissen, euren Kopfkissenbezug einfach öfter. Viel, viel öfter, als ihr es denken würdet. Bei mir ist es wirklich so, ich wasche den alle paar Tage, mindestens einmal die Woche sowieso den kompletten Kissenbezug. Es ist einfach viel hygienischer, auf sauberen Kissen zu liegen, weil wir wirklich viele Stunden da drauf verbringen. Und das leitet mich gerade dazu, euch daran zu erinnern, wann habt ihr denn das letzte Mal eure Couchdecke oder Couchkissen, auf denen man ja liegt, wenn man so fernsieht oder so, wann habt ihr die denn zum letzten Mal gewaschen? Das waren mal diese Textiltipps, nachdem ich euch ja in meinem letzten Video, und ich verlinke es euch hier nochmal, super, super wichtig, erzählt habe, dass man Pinsel häufig reinigen soll, dass man das Make-up generell häufig reinigen soll, um eben solchen Dingen vorzubeugen, möchte ich nochmal auf die Pinsel hinweisen. Nur saubere Pinsel gehören auf euer Gesicht. Wenn ihr ständig dreckige Pinsel verwendet, dann könnt ihr euch auch immer wieder mal infizieren und eben diese riesen Monsterpickel hervorrufen. Und da bin ich letzte Woche auf ein Gadget gestoßen, was total Sinn macht, gerade wenn ich Pinsel irgendwo in kleinen Täschchen verstau oder mitnehmen möchte. Und ich bin super, super froh, dass die Firma, die ich euch jetzt vorstellen will, beziehungsweise das Produkt, dieses Video hier sponsert, damit ich euch das im Detail nochmal ein bisschen zeigen kann. Und zwar kennt ihr alle diese kleinen Netze. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das welche von euch, vielleicht nicht. Generell verwende ich diese kleinen Netze, wenn ich Pinsel irgendwo mit hinnehme oder verstaue, damit der Pinsel schön in Form bleibt und nicht ausfranst. Eigentlich hätte das auch einen Hintergrund, wenn ich einen Pinsel irgendwo in einem Täschchen mit habe, weil ich in die Schule gehe oder weil ich irgendwo unterwegs bin oder ein Touch-up machen muss, dass der so drinnen liegt. Die meisten Leute haben ihre Pinsel aber einfach irgendwie ohne Schutz, ohne irgendwas, einfach so in ihren Täschchen herumkugeln. Und man kann sich vorstellen, dass es auch nicht besonders hygienisch ist. Ich bin aber selbst so, dass ich die wenigstens mit so einem kleinen Brushguard bis jetzt geschützt habe und so da reingegeben habe. Bringt aber der Reinheit und der Hygiene trotzdem nicht wirklich viel. Und deswegen bin ich so, so happy, dass ich letzte Woche auf das hier gestoßen bin. Dieses kleine Plastikteil hier nennt sich Brush Tube. Und falls ihr mich schon länger schaut, wisst ihr, wie sehr ich auf so kleine Gadgets, so Beauty-Gadgets einfach anspringe. Das ist so genial. Kurze Erklärung hierzu. Dieses Teil ist aus Polypropylen, das heißt, es ist extrem strapazierfähig und langlebig. Da hier unten drauf ist so ein kleiner Silikonring, der das Ganze zusammenhält. Wie funktioniert das jetzt? Ich zeige euch das mal. Man steckt hier den Pinsel so rein, somit kann der einfach so auf eurem Tisch oder irgendwo herumstehen. Oder man gibt ihn in den Reisemodus und das ist jetzt der hygienische Part daran. Ich ziehe den Pinsel hier einfach rein und der Deckel ist komplett luft- und schmutzdicht verschlossen. Dadurch, dass die Innenseite auch komplett glatt ist und nicht aus so einem Netz besteht, sind die Pinsel extrem gut geschützt. Ich habe Brushtube auch noch in rosa, also in den zwei Farben gibt es dieses Gadget. Zeigt euch das jetzt auch noch, wie das ausschaut, wenn man mehrere Pinsel verwendet. Ich kann hier locker mal bis zu 8 Pinsel reinpacken. Und damit sie hygienisch aufbewahrt sind, geht es ganz, ganz einfach hier runterschieben, durchziehen. Pinsel sind hier verstaut und so sind sie schmutz- und luftdicht verpackt. Das Gute ist, ihr könnt Brushtube einfach in die Spülmaschine geben, vielleicht vorher noch den Silikonring entfernen, damit der nicht verloren geht. Und somit ist das ein extrem hygienisches Ding, das ich mit habe in meinem Täschchen. Ganz, ganz große Empfehlung, gerade wenn ihr wirklich darauf achtet, dass ihr euer Gesicht nicht immer wieder infiziert mit Dreck. Und nachdem auf Instagram 10 Stück vom Brushtube schon verlost wurden, darf ich euch jetzt verkünden, dass Brushtube uns einen mega tollen Rabattcode gegeben hat. Mit Wiki10 erhält ihr 10% auf Brushtube und wenn ihr 2 Stück bestellt, zum Beispiel eins in schwarz und eins in rosa, dann bekommt ihr auch noch die Versandkosten geschenkt. Dauerwerbesendung Ende. Ich bedanke mich vielmals bei Brushtube, dass ihr das möglich gemacht habt und mir diese coolen Mega-Gadgets zur Verfügung gestellt habt. Jetzt kommen wir zu weiteren Produkten, die ich verwende, wenn die Pickel wirklich riesig sind. In erster Linie natürlich Pflege. Ich verwende super gerne von Beauty Mates den Anti-Pickel-Booster.
Zink, Vitamin C sind alles Stoffe, die Pickel schneller abheilen und austrocknen lassen und auch die Pickelmale schneller verschwinden lassen. Ein Serum oder so ein Anti-Pickel-Booster kommt immer nach der Reinigung, nach dem Toner direkt drauf, bevor ihr eine leichte Tagescreme verwendet. Und dann habe ich noch zwei Produkte, die super helfen, wenn man Pickel hat. Am liebsten verwende ich so eine Schlammmaske. Die entzieht dem Pickel nochmal den Schmutz und zieht wirklich aus der Pore, aus dieser infizierten Pore, den Dreck sozusagen raus, also die Infektion raus. Das lasse ich gern punktuell einfach auf den Pickel drauf, sicher für eine halbe Stunde mindestens. Und gleich nachdem ich die Schlammmaske mit lauwarmem Wasser abgewaschen habe, verwende ich solche Pimpelpatches. Die sind jetzt von Apricot, gibt es aber auch von ganz vielen anderen Marken. Ich verlinke euch natürlich sowieso alles unten in der Infobox. Was diese Pimple Patches aber machen, ich zeige euch die mal ein bisschen näher. Das schaut so aus, das sind so kleine Pflaster, sage ich mal. Und das sind Hydrokolloidpflaster. Die sorgen dafür, wenn ihr die über den trockenen Pickel, also wirklich sauber und trocken muss das Ganze sein, drüber klebt und mindestens 6 Stunden drauf lasst, also am besten vielleicht über Nacht, dann zieht das quasi wie ein Vakuum den Pickel aus der Pore raus und damit reift er schneller. Gott, ich hasse dieses Wort. Der Pickel reift schneller und kommt schneller an die Oberfläche. Glaube ich, muss gar nicht dazu sagen, ich drücke keine Pickel. Das ist auch noch so ein Riesenthema. Pickel ausdrücken. Wenn ihr unbedingt Pickel ausdrücken müsst, ja, dann Hände desinfizieren, mit sauberen Taschentüchern das Ding rausdrücken. Ich bin da aber eher ein Fan davon, diese Pickelpatches zu verwenden, weil damit kommt der Pickel automatisch raus oder an die Oberfläche und ist innerhalb von 3 Tagen wirklich erledigt. Und mein letzter Anti-Pickel-Tipp betrifft das Abdecken von aktiven Pickeln oder wenn sie dann schon zum Beispiel so wie jetzt hier bei mir abgeheilt sind. Ich bin kein Fan davon, mit großartig Color Correcting, jetzt damit grün über rot zu arbeiten, denn je dicker die Schichten sind auf dem Pickel, desto sichtbarer wird er. Viele Leute glauben, sie müssen da extrem viel Zeug draufpappen, damit der unsichtbar wird, aber genau das ist der Fehler, denn damit wird er nur noch prominenter und hervorgehoben. Jetzt habe ich den Tipp für euch, verwendet einen Concealer, das ist ein bisschen ein deckenderes Produkt als eine Foundation, in genau eurer Hautfarbe, also Achtung, aufpassen, nicht den Concealer verwenden in der Farbe, die ihr zum Beispiel unter dem Auge verwendet, die ja tendenziell so eine Nuance heller ist als eure Haut zum Aufhellen, sondern wirklich einen Concealer in eurer Hautfarbe. Und dann noch ganz wichtig, nicht den Pickel vom Applikator aus abdecken, denn damit bekommt ihr wieder Bakterien auf den Applikator, gebt das wieder in das Produkt hinein und dann infiziert ihr euch ständig selbst. Und wenn ich einen Pickel damit abdecke, dann gebe ich das entweder das Produkt auf den Handrücken oder auf eine Palette oder irgendwo anders hin, bevor ich damit dann auf den Pickel gehe. Niemals direkt mit dem Applikator auf den Pickel. Und dann kommen wir eigentlich gleich mal zu dem Tipp, wie man den richtig abdeckt. Oder da gibt es auch so einen kleinen Trick. Und zwar gehe ich her, frisch gewaschene Hände oder komplett sauberer Pinsel und lege hier, tupfe hier einmal nur den Concealer drauf. Und jetzt lasse ich diesen Concealer hier wirklich gut anziehen und eintrocknen. Ich verblende ihn nicht sofort, sondern warte ein paar Minuten. Das sorgt nämlich dafür, dass der so ein bisschen tacky wird und noch dicker in der Konsistenz. Und wenn man ihn dann ganz leicht verblendet, hat er schon eine bessere Deckkraft als nur alleine, wenn man ihn sofort verblenden würde. Jetzt nehme ich mir einen sauberen Beautyblender oder beziehungsweise den Beautyblender, wenn ich mein ganzes Gesicht fertig habe. Dann ganz zum Schluss nochmal den Beautyblender, der dann auch natürlich sofort wieder gewaschen wird, damit ich mich nicht wieder damit infiziere. Ich muss das immer wieder dazu sagen, nur damit man drüber nachdenkt. Und dann mit einer ganz leichten Hand den Pickel abdecken. Fixiert wird der Concealer natürlich auch mit einem Puder, denn alles, was matt ist, tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Und noch ein Tipp, wenn ihr jetzt zum Beispiel kein transparentes Puder verwendet, sondern eines in einer Hautnuance, in einem Hautton, und wenn das dann noch ein bisschen eine Spur dunkler ist als euer Hautton, dann rückt der Pickel noch mehr in den Hintergrund, weil er ja dunkel ist und nicht hell. Und vor allem, weil er matt ist und nicht glänzt. Und dafür nehme ich mir gerne eben ein hautfarbenes Puder. Kratze ich mir da gerne ein bisschen was von dem Puder ab, damit ich nicht mit dem Puderpinsel wieder direkt auf mein Gesicht oder auf den infizierten Pickel gebe. Nehme das so in die Handfläche gerne rein und fixiere und mattiere
Anti-Pickel. So, und das waren jetzt so die Tipps und Tricks rund um meine Anti-Pickel-Pflege-Geschichte, inklusive einem mega geilen Gadget, das wirklich für Hygiene nochmal sorgt und euer Beauty-Täschchen ein bisschen aufräumt. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gut gefallen. Gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin, alles Liebe!